Sie sind mittlerweile zum Symbol der friedlichen Revolution geworden, die Kerzen. Sie brannten während der Herbsttage 89 in vielen Plauener Fenstern. Sie wurden am Portal der Lutherkirche entzündet und sie brannten auch zur offiziellen Enthüllung des Bürgerdenkmals, genau auf den Tag 21 Jahre nach der ersten Großdemonstration auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Dass es nach 20 Jahren deutscher Einheit immer noch viele Probleme zu lösen gilt, machten an diesem Tag die Beschäftigten der NAVA und Planmark deutlich. Sie demonstrierten um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Vor 21 Jahren demonstrierten an der gleichen Stelle 20.000 Menschen, um gegen die herrschenden Verhältnisse aufzubegehren. Sie forderten Freiheit und Demokratie. Dabei standen sie zum Teil stark bewaffneten Sicherheitskräften gegenüber. Doch alles blieb weitgehend friedlich, obwohl die Angst bei jedem Einzelnen groß war. Wir waren auch da mit unserer einjährigen Tochter, hatten Angst und haben gezittert da oben am Brunnen, am Rathaus. Damals hatte ich den Mut und die Angst abwechselnd haben sich da abgelöst. Und heute war es eigentlich ein ganz, ganz großes Ereignis für mich persönlich, dass man diesen denkwürdigen Tag von damals wieder für unsere nachkommenden Generationen hier in Form dieses Denkmales eigentlich, dass man das erlebt und selber dabei war. Das ist ein ganz großartiges Erlebnis. Dass dieses Denkmal heute steht, ist hauptsächlich den Serviceclubs der Stadt Plauen zu verdanken. Die Lions, Rotaris, Kiwanis und So-Optimistinnen kamen vor gut 2 Jahren auf die Idee, ein Denkmal durch Spenden zu finanzieren. Sie initiierten einen Wettbewerb, an dem sich viele Künstler beteiligten. Aus mehreren Entwürfen machte am Ende der Rößnitzer Peter Luban das Rennen. Und das wieder mit einer Kerze. Knapp ein Jahr blieb ihm, das Werk zu verwirklichen. Ich habe mir unheimliche Mühe gegeben und ich glaube, dass es gut ankommen wird. Ich hoffe, dass es auch weiteren jungen Leuten in Fingerzeig gibt. Das hofft auch der damalige Superintendent Thomas Küttler. Mit seiner Aufforderung zur gewaltfreien Demonstration hatte er 1989 einen großen Anteil am friedlichen Ausgang. Ja, das Denkmal ist ja schon dadurch sehr schön, dass es beleuchtbar ist. Also es kann eine Aktion, Action sagen die jungen Leute, damit veranstaltet werden. Vielleicht entwickelt sich da irgendein Brauch an bestimmten Tagen, das Denkmal zu beleuchten und schon sind junge Leute eher dafür zu gewinnen, das zu beachten. Die Plauener nahmen ihr Denkmal sofort in Beschlag und fanden es sehr gut. Also es ist ja was Bewegendes. Ich habe mir gerade gedacht, das hat sich wohl keine vorgestellt vor 21 Jahren, dass heute hier so ein Denkmal eingeweiht wird. Ganz toll, klasse. Für Plauen ganz toll. Wir sind stolz auf uns. Wir können stolz sein. Stolz ist auch Wolfgang Sachs. Er ist der Sprecher des Serviceclubs und koordinierte den Denkmalbau von Beginn an. Jetzt kommt schon das Glücksgefühl hoch und ich bin zufrieden, dass auch so viele Menschen hier diesen Akt beigewohnt haben. Es macht mich ganz einfach glücklich und ich bin eigentlich stolz, dass ich diese Aufgabe übernehmen konnte und auch solche guten Mitstreiter hatte. Sonst wäre das mit Sicherheit nicht so ein tolles Denkmal geworden. Die Kosten des Denkmals sind zu 90% beglichen. Durch Spenden von Einzelpersonen, Firmen, Organisationen und Institutionen kamen bis jetzt über 54.000 Euro zusammen. Und während in Leipzig noch diskutiert wird, wann und wo ein Denkmal gebaut und was es kosten soll, strahlt in Plauen bereits die Kerze der friedlichen Revolution.